Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr in der Einleitung gesehen habt, werden wir uns heute mal mit einem ernstes Thema unterhalten, und zwar der Rettung oder Erste Hilfe. Leider stelle ich immer wieder fest, dass dies von vielen Tauchern immer ganz weit weggeschoben wird. Uns passiert das nicht oder bisher ist noch nie was passiert. Wird schon gut gehen. Ja, nichtsdestotrotz sollte man auf dem Fall X, ich hoffe auch, dass er bei mir nicht eintreten wird oder nie eintreten wird, in gewisser Weise gerüstet sein oder vorbereitet sein. Ich erzähle euch mal so ein bisschen den Werdegang, wie das bei mir angefangen hat und dann aufgrund von persönlichem Interesse bzw. auch von Neugier die Sache eigentlich so eine Eigendynamik entwickelt hat und ich heute eigentlich recht stolz darauf bin, die Leute, die mit mir tauchen gehen, was die Erste Hilfe angeht, doch eine gewisse Sicherheit zu geben, so dass man im Vorfeld weiß, okay, sollte mal irgendwas schief gehen, habe ich wenigstens verschiedene Optionen, meinen Buddies zu helfen. Im Umkehrschluss hoffe ich natürlich auch, dass die Buddies mir helfen können, wenn mir mal was passiert. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Da ich mir nicht sicher bin, ab wann ein Video als Werbevideo gilt und ich im Laufe des Videos verschiedene Sachen euch zeige, blende ich hier mal so ein Werbelogo ein, damit ich da auf der sicheren Seite bin. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Viel Spaß euch! Als ich damals mit dem Tauchsport angefangen habe, hat man uns gelehrt, dass das Mittel der Wahl bei einem Tauchunfall reiner Sauerstoff ist. Damals habe ich das ebenfalls, so wie die meisten von euch, einfach zur Kenntnis genommen und gedacht, okay, wenn ein Tauchunfall stattgefunden hat, gibt man reinen Sauerstoff und das wäre das erste Hilfemittel. Ist ja auch völlig korrekt. Nachdem ich dann einige Jahre getaucht habe, habe ich mich dann weitergebildet und meinen Nitrox Advanced Schein gemacht. Da habe ich mir dann so im Nachhinein überlegt, okay, nimm vielleicht keine 40er Kuft, sondern eine 7-Liter Flasche. Das versetzt dich in die Lage, wenn mal irgendwas nicht so rund gelaufen ist, dann hat man immer noch genug Sauerstoff, um seinem Buddy Erste Hilfe zu leisten. Und da ist so bei mir so ein bisschen der Stein ins Rollen gebracht worden. Ich habe mir also damals keine 40er Kuft wie die meisten für reinen Sauerstoff genommen, sondern ganz bewusst eine 7-Liter Flasche für reinen Sauerstoff gekauft, damit ich, habe ich jedenfalls so gedacht, immer genügend Reserve habe, um auch über einen etwas längeren Zeitraum einen verunfallten Taucher mit Sauerstoff zu versorgen. Hinzu kam natürlich, was jeder so im Auto hat, den Erste-Hilfe-Kasten. Und ja, das war so meine Erstlingsausstattung, drücken wir es mal so aus, womit ich gedacht habe, okay, damit kann man erstmal ein bisschen arbeiten. Was ich natürlich nicht bedacht hatte, ist zum einen, wenn ich hier drüber die Erstversorgung mit reinem Sauerstoff stattfinden lasse, muss der verunfallte Taucher auf jeden Fall bei Bewusstsein sein. Und ich sollte darauf achten, dass er tatsächlich nur über den Atemregler atmet und nicht noch falsche Luft, in Anführungsstriche falsche Luft, durch die Nase zieht. Das kann ich ganz einfach verhindern, indem ich entweder die Tauchmaske aufsetze
Oder aber, was für den Verunfallten mit Sicherheit nicht angenehm ist, oder aber eine Nasenklammer verwende, sodass er nicht so halb und halb, halb durch die Nase und halb durch den Regler atmet. Ja, sodass also wirklich gewährleistet ist, dass er den kompletten Sauerstoff über den Atemregler inhaliert. Im Laufe meiner Taucherkarriere bin ich dann immer wieder mit dem Thema Erste Hilfe oder Notfallmanagement im Tauchsport zusammengestoßen und habe mich dann dort eigentlich immer wieder mit beschäftigt. Sei es durch dem, dass man Rescue Diver gemacht hat oder Tauchsicherheit und Rettung oder dass man im Rahmen der Tauchlehrerausbildung dort drauf sensibilisiert wird. Oder dass man spezielle Seminare besucht hat, wo man zum Beispiel gelehrt bekommt, wie man einen Zugang einen Zugang legt oder wie man Schnittwunden versorgt, unter Umständen sogar näht. Das waren alles so Sachen, wo ich dann ja eine rechte Begeisterung für entwickelt habe und so Stück für Stück meine Ersthelfer-Ausrüstung immer weiter vervollständigt habe. Drücken wir es mal so aus. Und schlussendlich muss ich dann feststellen, dass das hier besser ist als nichts, aber ja, nicht wirklich das Gelbe vom Ei war. Die nächste Erweiterung, die dazu kam, war hier mein Freund, also eine Little M. Und ein Defi natürlich nur zu Übungszwecken. Aber ich habe mir gesagt, wenn man sowas schon ausbildet, dann soll man das nicht nur an PowerPoint-Präsentationen zeigen, dass es sowas gibt und wie es gemacht wird, sondern man sollte das tatsächlich trainieren. Und wie kann man das besser machen als an so einer Little M und das Ganze natürlich noch in Verbindung mit einem Defi. Aber auch hier war das Endstadium für mich noch nicht erreicht und ich zeige euch mal, auf welchem Level wir uns zurzeit befinden. Ja, mittlerweile ist aus dem Verbandskasten, den eigentlich jeder im Fahrzeug hat, ein Erste-Hilfe-Koffer geworden und aus dem Trainings-AED, den ich natürlich immer noch zu Ausbildungszwecke einsetze, ist ein scharfer AED geworden. Bitte nicht falsch verstehen, keiner, der einfach zum Tauchen geht, muss ein AED oder einen Erste-Hilfe-Koffer mitschleppen. Ich persönlich ja, lege da oder habe halt ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis und von daher ja, war es mir wichtig, sowas mitzuführen. Im nun Folgenden würde ich euch gerne ein paar Sachen zeigen, die eigentlich gar nicht die Welt kosten, aber ein unheimliches Sicherheitsplus für euch und für eure Mittaucher geben. Fangen wir doch einfach mal an. Das hier kennt ihr schon aus einem anderen Video. Und zwar ist das ganz einfach ein Pulsoximeter. Die Dinger kriegt man tatsächlich für ab 20 Euro. Und man kann hier sehr einfach feststellen, ob ein Puls vorhanden ist und wie die Sauerstoffsättigung bei dem Patienten in Anführungsstriche oder dem Verunfallten ist. Also hier seht ihr, habe ich jetzt eigentlich einen recht hohen Puls. Klar, ich mache ein Video, bin nervös, von daher ist das okay. Ja?
Also, die Dinger finde ich sind super gut. Man kann damit auch recht gut, wie er das in dem Video mal gesehen hat, zum Apnoe trainieren verwenden. Von daher finde ich persönlich das recht gut angelegtes Geld. Und wenn wirklich mal der Fall eintritt, dann stülpt man einfach das Pulsoximeter über den Finger vom Patienten oder vom Verunfallten. Und man kann überprüfen, wie es mit der Sauerstoffsättigung und dem Puls aussieht. Weil ich glaube, in dem Moment, wo der tatsächliche Fall eintritt, würde man überall einen Puls spüren. Und heutzutage wird ja auch gelehrt in Erste-Hilfe-Kursen, dass man keinen Puls mehr aufsuchen soll, aufgrund der Erfahrungswerte, dass die Leute überall einen Puls haben. Aber das finde ich also richtig nützlich, wie gesagt, für recht kleines Geld. Was ich mir auch mal zugelegt habe, das war sogar ziemlich am Anfang, was sind sehr viele Probleme, die uns Taucher beschäftigen? Na klar, die Ohren. Und wenn man sich wirklich für kleines Geld so einen Ohrgucker zulegt, wie es die Ärzte halt auch haben, geht einfach mal damit zu eurem Arzt und fragt ihn, ob er vielleicht so nett ist, euch mal zu zeigen, wie man so einen Teil anwendet. Ich hatte das große Glück, dass mir mein Hausarzt das mal gezeigt hat. Ansonsten, wenn ihr mal einen Lehrgang besucht, auf Erste Hilfe bezogen, fragt dort mal nach. Es ist eigentlich kein Hexenwerk. Man zieht oben am Ohr praktisch den Gehörgang gerade und taucht dann vorsichtig ein. Natürlich nicht mit großer Wucht. Aber wie gesagt, lasst euch das bitte dann von einem Fachmann erklären. Dadurch kann man ganz einfach feststellen, wenn ein Tauchpartner über Ohren Probleme klagt, ob man sich vielleicht schon ein Ödem oder ein Barotrauma aufs Ohr gezogen hat. Von daher finde ich das wirklich, gibt es auch für relativ kleines Geld. Um 50 Euro werden die schon angeboten und ich muss sagen, finde ich eine lohnende Investition. Wo man auch mal dran denken sollte, ist, gerade wenn man auch abseits des Massentauchens unterwegs ist, dass man nicht immer den optimalen Einstieg hat, sprich, dass er fließend ins Wasser geht, beziehungsweise über ein paar Stufen, sondern dass man vielleicht mal auch einen Absatz herunter muss oder unter Umständen über ein paar Felsen schrabeln darf. Und da bekommt man auch für wirklich recht kleines Geld so ein, ich glaube, Feuerwehrrettungstrage schimpft sich das Teil. Kann man sich zulegen? Rettungstragetuch, so ist es. Liegt, glaube ich, auch im 50-Euro-Bereich. Und man hat ja sehr viele Optionen. Das heißt, natürlich kann man mit vier Leuten jemanden so über eine längere Strecke transportieren. Zum anderen hat man die Option, dass man mit zwei Leuten zum Beispiel einen Tragesitz herstellen kann. Ich versuche das jetzt gerade mal. Schwuppdiwupp, dann hat man hier einen Griff. Und wenn hier der Verunfallte drin sitzt, kann man ihn im Sitzen ein Stück weit tragen mit zwei Mann. Das funktioniert eigentlich recht gut. Ich setze das Teil schon mal gerne bei Tauchsicherheit und Rettung ein, um die Leute dafür auch zu sensibilisieren, wenn sie mal irgendwo ein bisschen abseits tauchen gehen, dass man sich Gedanken macht, wie bekomme ich denn jemanden aus dem Wasser raus? Das nur mal so am Rande, also halte ich auch für sehr sinnvoll. Alternativ zu der Pocketmaske kann man natürlich auch so ein Rettungstuch verwenden. Ich habe sowas eigentlich immer am normalen Schlüsselbund dran. Das ist ein Tuch, welches man über das Gesicht von dem Verunfallten legt und dadurch auch eine gewisse Trennung
Von meinen persönlichen Körper- bzw. Mundöffnungen zu den Öffnungen des Patienten oder Verunfallten halt hat. Die Dinger kriegt man auch für wirklich ganz, ganz kleines Geld und hat so auf jeden Fall einen gewissen Eigenschutz schon mal. Ja, was haben wir natürlich dabei? Wir haben eine 2 Liter Sauerstoffflasche dabei. Hier bin ich hergegangen und habe natürlich den Fehler revidiert, den ich bei meiner ersten Variante gemacht habe. Und zwar, dass ich nicht mehr einen Atemregler direkt dran habe, sondern ein Phenolventil. Ich hole das mal einfach hier raus, damit man es besser zeigen kann. So, hier haben wir so ein Phenolventil. Ihr solltet darauf achten, solltet ihr euch sowas zulegen, dass ihr auf jeden Fall eine Mindestabgabe von 15 Liter die Minute habt. Und ja. Natürlich solltet ihr dann darauf achten, dass ihr einen Anschluss dran habt. Das heißt also, dass ihr eine Nasenbrille zum Beispiel verwenden könnt. Die gibt es auch für ganz kleines Geld in der Apotheke. Oder dass ihr die Option habt, unter Umständen einen Ambubeutel dran anzuschließen. Alternativ habe ich natürlich immer noch einen Atemregler, den ich dran anschließen kann. Beim Atemregler sehe ich halt immer den Vorteil, der Verunfallte kennt, also als Taucher jedenfalls, kennt sowas wie einen Atemregler. Und das ist für ihn nichts Unbekanntes. Er steckt sich das Ding in den Mund und weiß, darüber kriege ich reinen Sauerstoff und habe dadurch die Option, dass ich vielleicht mit einem blauen Auge davon komme oder aber auf jeden Fall die Folgen gelindert werden. Auch hier habe ich dann den Fehler, den ich zu Beginn erwähnt habe, gebannt aufgrund dessen. Hier ist die Nasenklammer, die man dem Verunfallten aufsetzt, sodass er wirklich nur durch den Mund, also durch den Atemregler, atmet und so tatsächlich 100% Sauerstoff verabreicht bekommt. Ich weiß, dass es fertige Systeme gibt, die aber auch natürlich ihren Preis haben. Ich bin hingegangen, habe eine ganz normale Tauchflasche genommen, die bekanntlich 2,5 Jahre TÜV hat, und bin aber nach der ersten Prüfung hingegangen und habe sie bei der zuständigen Stelle als Tauchflasche, ja, wie soll ich sagen, ausixen lassen, und somit hat die Flasche keine 2,5 Jahre TÜV, sondern 10 Jahre TÜV. Und ja, da ich keinen medizinischen Sauerstoff in der Flasche fülle, sondern ganz normal unseren Tauchsauerstoff, bin ich auch auf die 3 Jahre nicht fixiert, die man halt bei medizinischem Sauerstoff hätte. So habe ich mir meinen Erste-Hilfe-Koffer im Prinzip selber aufgebaut. Wem das natürlich zu aufwendig ist oder sagt, nee, da habe ich keinen Bock, gibt es da nicht irgendwo was Fertiges, da kann ich euch wärmstens empfehlen, den Wolfgang Fribbe. Er vertritt die Sachen von O2 Rescue. Und
Meldet euch einfach mal bei ihm, lasst euch dort beraten. Er hat wirklich super tolle Systeme. Hier ein paar Bilder davon, wo man wirklich für relativ kleines Geld sehr viel erreichen kann und ja, ist damit auch ein Stück weit auf der sicheren Seite, was unter Umständen halt auch Regressansprüche eurer Mittaucher sein kann, weil ihr wisst selber, je nachdem, was für ein Ausbildungslevel ihr habt, habt ihr eine Art Garantenstellung und ja, gut, aber darauf möchte ich gar nicht drauf eingehen. Kontaktiert mal den Wolfgang, ist ein unheimlich netter Kerl. Der wird euch bestimmt das eine oder andere dazu sagen können. Und ja, hat halt tolle Sets im Angebot. Ja, das war's auch schon zu meinem Notfallkoffer. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp, der dabei war, könnt ihr für euch verwenden, umsetzen, vielleicht dem einen oder anderen auch so ein bisschen zum Nachdenken animiert, so dass unser eigentlich schon sehr sicherer Tauchsport vielleicht noch ein Stück weit sicherer wird. Und was bleibt mir zu sagen? Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns am See oder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Rolf.